Schönen guten Tag und herzlich willkommen, Leute, zu einer ganz speziellen Ausgabe des Retro-Clubs. Ausnahmsweise an einem Slot, wo ihr eigentlich was anderes gewöhnt seid, oder Fabian? Das ist richtig. Hallo an euch da draußen. Danke, Gregor, dass ich hier mit in dieser Sonderausgabe des Retro-Clubs sitzen darf. Denn eigentlich, wir wissen, ihr habt eingeschaltet ursprünglich, weil ihr heute gerne Silent Hill 2 gesehen hättet mit Simon, Gregor und mir. Jetzt ist Simon kurzfristig heute nicht am Start. Wir wollten den Slot A nicht ausfallen lassen, wollten B aber auch nicht Silent Hill 2 einfach schon in der zweiten Folge in reduzierter Besetzung weiterspielen. Dann haben wir geschaut, was kommt denn noch so an Spielen raus. Und wir haben ein Spiel ausgewählt, das später im Monat erscheinen würde. Deutlich näherliegend wäre noch gewesen, zeitlich, wir hätten Ratchet & Clank Rift Apart hier gespielt. Das hätte ganz gut gepasst, ne? Das stimmt, das erscheint am Freitag für die PS5. Das dürfen wir zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht. Aber vielleicht als kleinen Ausblick für euch da draußen schon mal, die ihr vielleicht auch gespannt seid, wie dieses Spiel geworden ist. Es gibt morgen, da fällt das sogenannte Review-Embargo, da gibt es einen Review-Talk mit Markus von Game 2 und mir, den könnt ihr ab 16 Uhr direkt auf unserem YouTube-Channel sehen und später am Tag läuft er auch auf dem Sender. Und ab 14 Uhr am Donnerstag gibt es ein Let's Play mit Gregor und mir, wo wir 2 Stunden lang in Ratchet & Clank reinschauen. Heute aber widmen wir uns einem Spiel, das eigentlich alt ist und deswegen haben wir auch einen Retro-Club daraus gemacht, jetzt aber eine Neuauflage bekommt, die am 22. Juni erscheint. Gregor ist hier unzweifelhaft der große Experte, weil ich ja bekanntermaßen ein Nintendo-Kind bin und darum Alex Kidd nur vom Namen her kenne. Gregor, was haben wir hier für ein Spiel vor uns? Genau, heute geht es um Alex Kidd in Miracle World DX. Wir können mal kurz aufs Ingame schalten, werte Regie. Und da das Hauptmenü uns da anschauen. Ja, du hast schon gesagt, Fabian, das kommt Ende des Monats raus. Also danke fürs Organisieren. Du hast noch eine Version recht früh hier dran bekommen, die noch nicht ganz vollständig ist. Aber ja, wir werden heute quasi die Wiederbelebung eines der klassischsten Sega-Franchises zeigen. Und wir werden da heute reinspielen. Ich habe mir gedacht, wenn wir heute schon mal auch nicht die vollen 2 Stunden damit füllen können. Mhm. Ich kenne mich ganz gut aus mit der Serie und wollte das eh im Retro-Club mal behandeln. Und wir schauen nach dem Remake hier auch mal in alle anderen Alex Kidd-Spiele rein und du kannst die Frage vielleicht beantworten, warum Alex Kidd als Charakter so ein Versager geworden ist. Das hast du zumindest gesagt, zumindest wird er so tatsächlich überall im Internet dargestellt, dass das Maskottchen, was gescheitert ist. Er hat sich nicht durchsetzen können. Er hat es noch bis ins Mega Drive-Zeitalter geschafft. Es scheint aber eine ausreichend große Fanbase zu geben, dass es eben jetzt auch ein Remake sein ist. Ist das das allererste Spiel? Das ist das allererste, was zumindest im Heimbereich rausgekommen ist. Es gab vorher noch ein anderes, da gehen wir gleich drauf ein. Und bevor wir das jetzt spielen und die anderen Sachen, wir werden gleich noch mal den Chat hier haben, dass ihr uns da direkt Feedback geben könnt. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, weil aktuell sind wir gerade im Machen und Tun. Das Retro-Club-Buch wird am 21. Oktober herauskommen. Und da könnt ihr es sehen, findet ihr nachher auch in der Videobeschreibung die entsprechenden Links. Das ABC der Videospiele, Manuskript gerade fertig, Screenshots werden fleißig gemacht. Das ist schön anstrengend, aber ich hoffe, es lohnt sich auch. Und ich bin sehr gespannt darauf, nachdem ich schon, ohne dass ihr irgendwas gesehen habt, so viel positives Feedback bekommen habe, dass ich hoffentlich dem gerecht werden kann. Mhm. Also, wir gucken in das Spiel rein. Man kann bereits hier in der Steam-PC-Version einiges an Einstellungen machen. Und man kann hier ständig die Auflösung hochstellen bis auf 1080p. Allerdings, es hat momentan noch irgendwie ein bisschen Framerate-Probleme. Ich habe es mit verschiedenen Herzzahlen versucht. Es wird da so ein bisschen haken und ruckeln. Mhm. Nicht wundern. Wir können die Sprache natürlich ändern. Können auch gerne dann Chinesisch, Russisch noch oder Deutsch auch nehmen. Und Ernährung ist ganz wichtig. Fabian, was glaubst du, verändert man damit? Ist es das Abendessen, was heute dran ist? Oder was machen wir? Ja, es ist natürlich die Erscheinungsform von Nahrung im Spiel. Ich kenne es zum Beispiel bei Dead Cells auch, dass Leute gerne mittlerweile scheinbar anpassen, wie Food im Spiel repräsentiert wird, damit es den Sachen ähnelt, die sie auch im echten Leben am liebsten essen oder auch die sie nicht gerne mögen. Genau, in der japanischen Originalversion hatte man nämlich Onigiri, also diese Reiskuchen, korrigiert mich japanische Essensfans, aber das sind ja diese dreieckigen Reiskuchen, die gerne mal dann als Snack genossen werden. Und für die westliche Version wurde aus dem Sprite Hamburger, die Alex Kidd gegessen hat im Menü. Und deshalb kann man das hier wählen. Plus auch noch ein spanisches Omelette und Fisch und Chips. Wir belassen es mal bei Onigiri, nehmen hier einmal kurz auf voll und Es gab da eine Option für unendlich Leben, die ist aber wahrscheinlich erst später irgendwie verfügbar. Die muss man wahrscheinlich freispielen. Ja, ich glaube, du kannst sie Du kannst sie zuschalten und wenn sie einmal eingeschaltet ist, kannst du sie erst wieder ausmachen, wenn du wieder neu startest. Das Originalspiel hatte dann auch limitierte Leben, sodass du ab irgendwann wieder komplett von vorne anfangen musst, wenn du den geheimen Code für das Continue verrafft hast. Den gab es nämlich auch auf der Tastatur. Aber da wir es so spielen und erstmal rumprobieren, wird es natürlich ein bisschen schwierig werden, das mitzunehmen. Es war einmal vor langer Zeit
auf dem weit entfernten Planeten Aris. Sehr schnell der Text. Da trainiert ein junger Mann Tag und Nacht, um die Kampfkunst Shellcore zu meistern, okay? Ich habe nie das Handbuch gelesen, muss ich sagen. Zwar wusste Alex nichts davon, doch zu diesem Zeitpunkt wurde die Region Radaxian von Junkin dem Großen und seinen Lakaien bedroht. Das scharfe S ist noch nicht drin im Font. Sieht man schon. Da ist ja der große Junkin. Oder ist es ein Lakai? Nein, das ist der Große bestimmt. Und hier beginnt diese unglaubliche Geschichte. Fabian, kannst du es glauben? Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Ich kenne sie ja gar nicht richtig. Das reicht für heute. Magen knurrt. Ich glaube, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Ich hoffe, dass Meister Nurari, was für ein Name, ey, etwas Leckeres zu essen gemacht hat. Diese Textboxen gibt es nicht im Original. Das ist nämlich neu für das Remake hier. Was aber ganz schön ist, mit der R2-Taste kannst du auch die alte Grafik umschalten. Das heißt, wir haben hier ein 1:1 Remake vor uns, sonst wird das ja wahrscheinlich nicht funktionieren, ne? Nicht ganz, ne? Zum Beispiel, es gab diese Anzeige oben mit der Lebensanzeige und die Items einsetzen, die gab es damals nicht. Ach so. Dieser Charakter stand nicht hier, es gab keine Textboxen eigentlich im Spiel in der Form. Ich glaube, das Fundament ist wahrscheinlich noch das Original, weil das Layout von dem, was ich bisher gesehen habe, sieht gleich aus. Allerdings haben sie doch mal eben Ergänzungen gemacht. Bleiben wir aber mal beim Neuen, weil wir wollen ja sehen, wie hübsch das hier geworden ist. Grundsätzlich, du kannst springen, du kannst schlagen, das sind deine beiden Sachen, die du machen kannst. Und du hast Items, die du aufnehmen kannst. Die hast du vorher mit dem Pause-Menü quasi ausgewählt und dann eingesetzt. Hier kannst du es direkt mit Dreieck machen. Und jetzt habe ich zum Beispiel so einen Weitschuss mit dem Ring, den ich genommen habe. Sind die limitiert irgendwie, diese Spezialfähigkeiten? Also das hier kann ich, glaube ich, so lange einsetzen, bis ich sterbe. Ich kann natürlich hier alle Blöcke wegmachen, um Geld einzusammeln, um das später mal in Läden auszugeben. Das Praktische an dem hier ist natürlich, dass du komplett bis zum Ende durchballerst und nicht mehr einzeln die Blöcke wegmachen musst. Ganz schön, finde ich. Warte mal. Was war das? R2, ne? Zum Wechseln. Also diese ganzen Wasserfälle und hinten hast du eh gar nicht gesehen. Jetzt sieht es auf jeden Fall schon mal um einiges detaillierter aus. Und na gut, ich dachte gerade, ob die Schräge vielleicht anders gemacht ist von dem Berg auf der rechten Seite, aber es sieht recht ähnlich aus, ne? Stimmt. Sollte Alex Kidd damals auch ein Menschenjunge eigentlich sein, weil wenn man das Original nochmal anschaut, das würde auch als, ja, als so eine Art von frühem Crash Bandicoot durchgehen, wie der aussieht. Von so ein kleines bisschen, ich habe ein bisschen Trivia für dich. Dieses Spiel sollte ursprünglich ein Lizenzspiel werden. Ja, also Sega hatten die Lizenz zu einem bestimmten Franchise sich geholt und dann mitten in der Entwicklung ist diese Lizenz ausgelaufen oder man hatte da nicht mehr die Rechte dran und es wurde quasi von vorne angefangen, nicht ganz von vorne, aber das Ding entlizenziert und es sind noch aber Überbleibsel im allgemeinen Look drin. Kannst du dir denken, welches Franchise es ist? Es könnte ja alles Mögliche sein. Es ist ein Food-Franchise. Nein, es ist ein Anime, sehr beliebter, der sehr häufig auch vorkommt und immer noch Spiele dazu gemacht werden. Naruto. Es ist Dragon Ball. Okay, das wäre mein nächster Tipp gewesen. Ja, also Naruto gab es Mitte der 80er noch nicht, aber es war tatsächlich als Dragon Ball-Lizenz angefangen. Und mitten in der Entwicklung ist die Dragon Ball-Lizenz ausgelaufen. Und die haben das Spiel zwar eh schon so ein bisschen als Mario-Konkurrent geplant, wobei du trotzdem nicht wirklich sagen kannst, dass es ein richtiger Konkurrent ist. Das wirst du auch gleich sehen. Ich lasse dich auch gleich nochmal dann dran, wenn wir mal den ersten Part hinter uns haben. Aber sie haben zumindest ein bisschen aus dem Vollen geschöpft und dann gesagt, okay, lass uns gucken, was wir machen können, wenn wir nicht mehr das Joch der Lizenz haben. Siehst du vielleicht am Charakter, ich glaube, das kannst du beim Original hier nochmal besser sehen. Na, wenn du da, okay, hier hat er so einen roten Jumpsuit, aber hätte er so einen orangen Suit gehabt. Ja. Na? Und das hier könnte auch ein Kamehameha sein, der geschossen wird. Also das sind alles Sachen, die noch mit übernommen werden konnten. Das hier gab es nicht. Sei vorsichtig, Junkins Armee ist äußerst mächtig. Wer ist Junkin? Das weißt du noch nicht, mein Freund. Wo man auch aufpassen muss, ist, manche dieser Felder, die haben nicht nur Boni, die man mitnehmen kann. Also eins habe ich oben auch schon mal bewusst ausgelassen. Weil du hast ab und zu auch mal böse Items. Ne? So ein bisschen wie den schwarzen Pilz bei Mario 2. Dann erscheint nämlich so eine Art Geist, der dich verfolgt. Und du musst schnell aus dem Bild laufen. Wenn er dich berührt, ist nämlich Game Over direkt. Also, oder zumindest ein Leben weniger. Verstehe. Ja, was ist denn so ein bisschen der, erklär mir mal den USP von Alex Kidd, Gregor. Was hat das Spiel damals besonders gemacht oder anders gemacht als andere Spiele seiner Zeit? Es war beigelegt in meinem Master-System. Oh, jetzt habe ich natürlich vielleicht den Gegner berührt. Also das gemacht, was nicht sein sollte. Und diese Unverwandbarkeit gab es auch nicht im alten Teil. Na, der USP, so ein bisschen auf dem Master-System gab es zwar auch Jump'n'Runs,
Da gab es so ein paar speziellere, Psychic Fox fällt mir da ein. Und ach, wie sind die anderen alle nochmal? Die hatten auch alle dann spezielle Namen. Aber so richtig mit der Super Nintendo oder NES-Reihe konnte das nicht ganz mithalten. Ne? Und das war eines der wenigen, die richtig schön kompetent gewesen sind. Ne? Also hier siehst du auch, diese Schwimmsequenzen sind auch nah dran bei Mario. Schwimmen geht hier so ein kleines bisschen anders. Und insgesamt, auch wenn es kein... Oh Gott, warte mal. So ist besser, weil sowas finde ich eher semi-geil, wenn du wegen der Architektur den Charakter nicht sehen kannst. Komische Verbesserung, ja. Shit. Aber natürlich ist der Abstand nicht geil genug. Probieren wir es nochmal ein bisschen weiter. Du hast also viele Sachen, wo du sagen kannst, okay, da sind ein paar coole Ideen drin. Du hast Vehikel, in denen du drin sein kannst, so ein Auto, mit dem du fährst, bestimmte Level, so, was ist es, so ein Tretflieger, wo du so wie Pedale trittst und dann versuchst zu fliegen damit. Also ein bisschen Varianz ist da drin. Mhm. Und die Bosse hast du nicht klassisch bekämpft, sondern du hast mit denen Schnick, Schnack, Schnuck gespielt. Oh, da bin ich gespannt drauf. Falls es hier in der Version schon drin ist, wie wir schon sagten, das ist ein Preview-Code, der noch nicht... Final. Bin gespannt, Gregor, was passiert, wenn wir keine Leben mehr haben. Also theoretisch. So wie hier. Okay, es gab es damals auch Continues? Du hattest einen Cheatcode sozusagen, wenn du das machen kannst, aber Continue bedeutet hier wohl am Anfang des Levels. Hier nochmal. Ich gebe dir mal rüber. Hey, soll ich das wieder ausbaden? X und Viereck. Bade du mal aus. Zeig mal, was du gelernt hast hier. Konnte man damals speichern? Wahrscheinlich nicht. Es gab überhaupt ein Master-System spielen, auf dem man speichern konnte. Fantasy Star. Es gab, ja, Fantasy Star hatte eine Batterie drin. Ich glaube, die anderen, mir fällt kein anderes mit der Batterie ein, gab es bestimmt noch eins, das eine oder andere. Die haben meist mit Passwörtern gearbeitet, wenn nötig. Das Ding hier hatte keine Passwörter. Du hast es aber, und das habe ich damals gemacht, weil ich habe es dann so gut gespielt, dass ich dann, das ist der Geist übrigens, nicht berühren. Oh, der kommt ja gar hinterher. Ja, und sogar durch die Wände. Geil. Schnell aus dem Bild laufen. Die ganze Zeit jetzt schnell aus dem Bild. So, jetzt ist er weg. Und auch wenn du über dieses Todesfeld läufst, glaube ich, kommt der Geist auch. Ich dachte immer übrigens, für mich sah es aus wie so ein Walrosskopf, der dich verfolgt hat. Also von wegen Sprites, die du nicht erkennst heutzutage. Aber es ist anscheinend so ein Geist mit einem Stock. Keine Ahnung, was es genau war. Ich konnte es irgendwann mal, weil es bei meinem Master-System mit drin verbaut war. Das heißt, ich habe die Konsole ohne Modul angemacht und dann war das Game da. Konnte ich in so einer Stunde durchspielen. Ich glaube auch, die Bosskämpfe, wenn du einmal die Reihenfolge dir gemerkt hast, dann war sie immer gleich. Ach so, okay. Das ist natürlich bei Schere, Stein, Papier nicht so super. Nicht so super, aber ich fände es auch semi-geil, wenn du da wirklich auf Glück angewiesen bist. Kann ich rutschen? Ah, ich glaube, du kannst nicht rutschen. Ne? Wenn die schon so viel vom Originalfundament drin haben, dann werden die wohl auch nichts an der Spielphysik gemacht haben. Hoch und runter auf dem Steuerkreuz, um dich durchs Wasser zu bewegen. Also nicht wie bei Mario auf die Schwimmtaste drücken. Kann ich irgendwie noch schießen? Nee, ne? Nee, du hast, ich glaube, der Schuss ist erstmal ausgeblendet hier unten. So, bleib ein bisschen unten, weil da kommen die Blubberblasen, den kannst du aber hauen, den Typen. Achso, der schwimmt gar nicht ganz hoch, das ist interessant. Den kannst du auf jeden Fall nochmal hauen, ja. Ich hätte es ein bisschen ungefähr gefunden, wenn dann machst du dann eben, spielst du eine halbe Stunde und kommst zu einem Boss. Und dann, selbst wenn du super gut gewesen bist und bis dahin nichts passiert bist, ne, bist du aufs Glück dann angewiesen, wenn du das nicht schon mal irgendwie dann mitbekommen hast, wie es funktioniert. Kann ich den vielleicht nicht treffen? Oder kann ich den treffen? Doch, du kannst ihn treffen. Das musst du aber sehr gut timen. Ich kann dir aber mit der neuen Grafik nicht so gut sagen, wie das Timing funktioniert, ne? Alter, was war das denn jetzt? Ich mach nochmal, ja? Mach nochmal. Das ist eine Sache bei solchen Grafik-Updates. Der erste direkte Vergleich, an den man denkt, ist natürlich das Wonderboy 3 Remake, ne? Was ja auch das Master System Original drunter hatte, weil das Gameplay-System dann darauf aufgebaut wurde, aber die Grafik wurde abgedatet für die neue Version, sodass man wechseln konnte. Was beim Wonderboy Remake ganz gut funktioniert hat, ist es, dass die neuen Animationsphasen, die drüber gekommen sind, quasi mir eher so eine Hilfe gegeben haben für die Hitboxen, also für den Bereich, der getroffen werden kann vom Charakter und Gegner, sodass ich das Gefühl hatte, okay, wie weit kann ich stehen, wann kann ich den Gegner treffen, das kann man hier, finde ich, noch so ein bisschen schwerer abschätzen, weil das alles so filigran ist gerade. Ja, das stimmt. Also wie weit entfernt darfst du vom Gegner sein? Dein Punch ist auch nicht allzu weit, wenn du jetzt nicht diesen Feuerball hast, der unter Wasser ja auch, glaube ich, jetzt nicht funktioniert hat. Nee, genau, unter Wasser kann ich nur noch schlagen. Ich finde ansonsten aber generell den Grafikstil eigentlich ganz schön. Ist schöner ganz cool. Zum Beispiel als bei dem, wir hatten doch jetzt gerade dieses Usher, Wonder, hieß es Wonderboy, ja, ne? Wonderboy, Usher in Monster World hieß es. Probier mal mit der alten Grafik, ob du das Timing besser hinbekommst. Halte ich einfach ganz unten. So, er macht immer, wenn er ganz, macht er das immer im gleichen Rhythmus? Jetzt, wenn er ganz unten ist. Beim nächsten Mal greife ich ihn an. Ja, du kannst auch die ganze Zeit unten bleiben. Ach, er hält mehrere Treffer aus, oder was?
Du hast ihn ja doch schon mal besiegt. Hattest du nicht gesehen, dass er mehrere Treffer schon ausgeht? Ich hab gedacht, es wäre einer gewesen. Also die beiden weghauen und dich ans Gelbe dann dran wehen und durchhauen, wenn er... Und bleib einfach immer ganz unten, du musst oben nicht ausweichen. So, okay, ich mach auch nur den oberen weg. Wo geht's denn dann weiter? Einfach nach rechts. So, da sind... Ja, genau, bleib ein bisschen zurück. So, jetzt schwimmt er da runter. Und du musst den Reiskeks da, den Reiskuchen kriegen. Den was? Dieses weiße mit dem schwarzen Viereck in der Mitte. Da ist es nämlich in einem Stein drin. Ist das wieder ein Geist hier drin? Es könnte ein Geist sein, ja. Okay, ich mach's nicht. Wie schlage ich? Achso, ich muss den da drüber. Man kann es nur seitlich machen. Der Anspruch und allgemeines Leveldesign ist natürlich kein Konkurrent für Mario, auch wenn das die Absicht gewesen ist. Ist auch alles wesentlich linearer. Geil. Und da siehst du das rein manchen. Ist die Map neu? Ja. Die Map gab es auch vorher, aber natürlich nicht so detailliert. So. Okay, und schlagartig beantwortet sich für mich die Frage, wofür man eigentlich das ganze Geld und so einsammeln soll. Schade, dass du nicht nochmal 20 fürs Auto hast. Weil dann könntest du quasi einen großen Teil des Dings durchfahren. Der Ring ist für die Energie und das Fragezeichen weiß ich nicht, was sich drunter versteckt. Ich guck mal. Vielen Dank, komm bald wieder. Kannst du dann auspacken mit Viereck, mit Dreieck. Tut sich nichts, muss wahrscheinlich erst rausgehen. Ja, wahrscheinlich. Unverwundbarkeit. Oh. Für 2 Sekunden wahrscheinlich. Diese Charaktere gab es da auch nicht. Was war der Punkt? Oh, hält doch ein bisschen länger. Guck mal, diese Parts sind eigentlich alle ausgelegt, dass du mit dem Auto hier durchhuckelst. Ne? Weil dann kannst du direkt durch die Steine durchdüsen. Was ist das? Das ist einfach nur ein Block, um drüber zu springen. Leveldesign nicht so aufwendig. Steuerung, finde ich, ist auch bei Mario 1 insgesamt präziser, wobei unpräzise ist es nicht. Nee, stimmt. Ne? Du musst hat auch so einen leichten Rutscher aber auf jeden Fall, ne? Es kommt einem so vor auf jeden Fall, ja. Okay, jetzt, da ich weiß, dass das Geld auch... Ja, zurücklaufen geht natürlich nicht. Damals war das auch nicht so. Interessanterweise, Spiel kam 86, glaube ich, zuerst raus in Japan. Ist natürlich dann als das Jump'n'Run, was halbwegs passabel ist, dann überall mit dazugepackt worden, verbaut worden. Hat auch als Einäugiger unter den Blinden dann entsprechend gute Wertungen dann meist bekommen. Weil super schlecht ist nicht, aber es hat natürlich dann... musst du nicht unbedingt den Nintendo-Vergleich immer ranziehen. Es war eigentlich nicht das erste Alex-Kid-Game, was rausgekommen ist, weil es gab noch ein weiteres, das sogar als allererstes vorher erschienen sein müsste in Japan, nämlich Alex-Kid in the Lost Stars, heißt es. Das gibt's nicht in Europa? Doch, das gibt's in Europa, allerdings war das in den Arcades rausgekommen, Spielhallen-Game. Ah, okay. Das werden wir hier auch uns nachher noch mal angucken in der Master System-Version, die 2 Jahre später erschienen ist. Deshalb gilt das quasi als das Alex Kidd 2, das Richtige, weil es gab ja einige Alex Kidd-Titel dazwischen gekommen sind. Aber eigentlich könnte man auch sagen, das ist potenziell der zweite Teil hier, wenn man richtig nach den Jahreszahlen geht. Kannst du auch sagen, wer das entwickelt hat? Also waren da irgendwelche Leute beteiligt, die dann später Sonic gemacht haben oder irgendwas anderes? Es kann gut sein, ich glaube, Yuji Naka war auch mit dran. Du meinst der Macher des großartigen Balan Wonderworld? Das großartige Balan Wonderworld. Oder hatte ich übrigens auch kurz drüber nachgedacht, ob ich das vorschlage für die Session heute, aber ich habe mir zuletzt Rodea the Sky Soldier auf der Wii U geholt. Oh Gott, ich weiß nicht mehr genau, was das ist. Das ist verlorene Bindeglied zwischen Balan Wonderworld und Knights. Das Spiel, was Yuji Naka dazwischen gemacht hat. Das hat mir richtig gut gefallen, weil ich auch Knights so gerne mag. Vor allem. Ja, das Geile ist, einfach, ich hatte Balan Wonderworld mir dann entsprechend angeschaut, habe ja auch für Game 2 den Beitrag gemacht. Da ist mir aufgefallen, okay, ich kann mich an diesen Titel damals auf der Wii gespielt zu haben, aber es ist auch für die Wii U ausgekommen und für den 3DS. Mhm. Und wenn du die Wii U-Version kaufst, ist es anscheinend ein anderes Spiel auf der Wii als auf der Wii U. Okay. Sind beide Dinger drin. Also das Wii U-Spiel hat eine zweite Disc mit der Wii. Okay, kannst du ihn schlagen, den Handtypen? Bin ich gespannt. Hier sieht er ein bisschen natürlich mehr aus. Ich hatte mal gedacht, wonach sieht der Typ aus? Es ist eine Hand mit einem Auge. Okay, wie geht er? Sag's mir. Gleich sagt er dir, du hast eine gewisse Zeit, so Schere, Stein, Papier. Bevor die Musik endet. Aber du weißt die Reihenfolge noch. Nee. Falls es die gleiche ist, sollte die gleiche sein. Probier es einfach. Mit? Schere. Komm. Schere, alles klar, habe ich. Einfach warten, das reicht. Doppelschere. Macht nichts nochmal. Bleib, glaube ich, bei der Schere. Es gab für die...
weiß nicht, ob es für die Switch gewesen ist oder für den 3DS, da gab es ja die Sega Classics Neuauflagen. Ein Punkt für dich. Geil. Best of 3, natürlich. Na, jetzt kann es nicht nochmal die Schere sein. Ich würde sagen, ich wechsle jetzt zu Papier. Haben wir mal nach dem guten alten Stein hier gesucht. Bei diesem Port für eine der Nintendo-Konsolen konntest du unten die Leiste sehen. In der Leiste gab es dann die Reihenfolge der Gegner, dass du direkt einfach unten nur auf den Rahmen gucken musstest. Ja. Ich habe das mit der Karte eben nur gefragt, weil du während der Map kannst du nicht umschalten auf den anderen Grafikstil. Nee. Also wenn du drin bleibst, siehst du wahrscheinlich dann die Oldschool-Map. Die war aber auch da. Da ist der Geist. Das ist eine Scheiße. Guck mal, so ersten Block gleich. Hat einen Stock, ne? Für mich sieht's aus wie ein Walrosskopf. Den kannst du übrigens auch killen, aber geh erstmal an dem vorbei. Erstmal Geist loswerden. Ja, ich glaube, bei dem befanden sich Boni, wenn du dann in seinen Topf runtergegangen bist. Das mache ich jetzt mal nicht. Der gute alte Stein gewinnt immer, auch der Chat sagt's, ja. Damit läuft man immer gut bei solchen Games. Da konnte man die Reihenfolge dann abziehen. Ich weiß natürlich überhaupt nicht mehr, aber du hast es dann wirklich nach einer Stunde gemacht. Es gab auch ein paar Sachen, die man, ich glaube, es sind Items, die man zwischendurch noch einsammeln und finden muss, um das richtige Ende freizuschalten. Es gibt mehrere Enden? Es ist ein gutes und ein schlechtes, wenn ich mich nicht irre. Zumindest war da, du musstest irgendwas gemacht haben bis zum Ende, um dann auch den letzten Part spielen zu können. Gehst immer zum Bösewichtschloss dann weiterhin bei deiner Reise. Aber ich weiß auch nicht mehr, was es war. Schon zu lange her. Du musst, um so ein Remake zu machen, wohl auch wirklich großer Fan des Franchises und des Charakters sein. Weißt du schon, was das kosten wird eigentlich? Nee, weiß ich noch nicht. Es kommt aber für alles ungefähr raus, ne? Ich hab eine sehr lange Liste gesehen an Plattformen. Mit den neuen Features hier, und du hast ja auch andere Modi gesehen, die du freischalten kannst. Muss gucken, wie viel Spielspaß du da rausholen kannst, weil da ist ja Arbeit reingeflossen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass du mehr als 2-3 Stunden oder so, 4 Stunden, je nachdem, wie gut du bist oder wie oft du das durchspielen möchtest. Ist natürlich ein bisschen ein anderer Anspruch als vor 20, 30 Jahren. Muss man natürlich fairerweise sagen, es ist ja oft so bei diesen Klassiker-Remakes, dass die in erster Linie mal Leute abholen, die Spiele damals gut fanden. Ja. Ganz ehrlich, wenn du heute Secret of Mana nimmst und setzt jemandem das Remake vor, der keine Beziehung zum Original hat, wird er auch nicht sagen, es ist das beste Spiel der Welt. Weil das stimmt. Nicht. Kann ich da jetzt so rüber oder hau ich vor den roten, blauen Blocken und fall dann unten rein? Ich habe jetzt gar keine andere Wahl gerade. Ja, kannst ein bisschen. Ja, easy. Ich glaube, es wird bestimmt, wie hoch du springst durch die. Wie lange du die Taste reindrückst. Dann muss aber auch adäquat der Preis natürlich angepasst sein, je nachdem, wie viel du ausgeben möchtest. Okay, jetzt darfst du noch mal. Jetzt darf ich noch mal. Ach, guck mal, jetzt kannst du unendlich Leben anstellen, wenn du das möchtest. Hatte ich ja schon im Vorfeld gemacht, sonst hätten wir wieder von ganz vorne anfangen müssen. Der Vorteil bei diesem Oldschool-Look ist natürlich immer, dass er etwas klarer ist. So, ne? Man rafft schneller. Ist einfach leichter zu lesen ein bisschen. Aber schöner finde ich ihn nicht. Nö. Das ist adäquat fürs Mars-System und das haben sie ja schön gemacht. Was ich nicht gebraucht hätte, wäre eben, dass Details im Vordergrund verschwinden. Sieht gut aus, aber für Spiele ist es nicht cool. Und ich kann natürlich auch nicht sagen, ob das jetzt mit der Vorabversion ist, das Ruckeln oder eine Einstellung mit dem Laptop, mit dem wir hier spielen. Ja, wir haben da eben noch viel dran rumgestellt, aber das war so das Höchste der Gefühle. Die Musik ist ja auch okay, also das Spiel ruckelt nicht. Läuft nicht an sich zu langsam oder so. Das ist halt wirklich das Scrolling, was hier irgendwie jetzt gerade noch nicht so ist, wie es sein sollte. Kapau. Hattest du denn irgendwann mal Casual sowas mal gespielt? Ich meine, du hast ja die... Ich kannte auch niemanden, der ein Master System hatte damals. Das ist schade. Nein. Sind ja so viele coole Spiele in Gang. Plus Alex Kidd. Meister, alles in Ordnung. Alex, es stehen schwierige Zeiten bevor. Ist es an der Zeit, dass du die Wahrheit erfährst? Deine Wahrheit. Ein böser Mann aus dem Königreich Radaxian reiste damals auf diese Insel und brachte ein kleines Kind mit. Und wir das? Ich wusste sofort, es gibt ja sonst keinen hier. Wer es war, als ich das Medaillon sah, das am Hals des Kindes hing. Alex, du warst dieses Kind. Du bist Alex Kidd, der Thronfolger von Radaxian. Du bist eigentlich ein Prinz, das ist geil.
Du musst dich nun deinem Schicksal stellen. Ich habe den Petikopter für deine sofortige Abreise vorbereitet. Ja, dann nehme ich mal. Den Petikopter. So, und hier ist das Schwimmen von Mario eher, ne? Du drückst auf den Knopf, um dich dann oben zu halten. Das mag ich an sich gerne, diese Flugmechanik, wo man sich immer wieder so hochkicken muss. Ja, du hast auch noch einen Schuss. Genau. Und ich weiß gar nicht, ob ich oben berühren darf oder nicht. Gegner natürlich nicht. Also mit dem Propeller, die Steine. Kleine grüne Drachen brauchte damals auch so jedes Spiel, glaube ich. Ja. Hat man auch sehr häufig. Fast. Ist ein dankbarer Gegner. Mhm. Denkst du mal, Drachen, cool. So ein bisschen Balloon-Fight. Hm, stimmt. Balloon-Fight mochte ich komischerweise nie gerne. Ja. Das war nie so ein Nintendo-Spiel, was ich damals gern gespielt habe. Ich mochte da diesen einen Modus ganz gerne, wo du das hier quasi hast. Ne? Das hat sich, glaube ich, von rechts nach links bewegt und dann musstest du ausweichen. Ich möchte aber dieses klassische Joust. Bei Balloon-Fight konnte man nicht schießen, oder? Nee, nur ausweichen. Ja, genau, das Balloon Fight war ja essentiell einfach nur eine Joust-Kopie von Nintendo, wenn du es im Großen und Ganzen so siehst. Aber hat natürlich noch mal ein paar eigenständige Sachen gemacht. Ein kleiner Trivia auch noch dazu, dass ein Musikstück daraus habe ich für mein Sprite-Seeing benutzt. Meine Intro-Melodie ist aus Balloon Fight. Achso, ich dachte, du hast Alex Kidd. Nein, es geht nicht. Gott hat aber auch einen ganz schönen Sound. Ja, aber nee, okay, der Sound ist auch in Ordnung. Das lief ja vorhin hier schon ein bisschen und ich fand das ganz eingängig so vor der Sendung. Oh ja, die eine Sache, die ich vorhin noch sagen wollte, dann glaube ich, haben wir alles Trivia wahrscheinlich gesagt zu dem ersten Teil. Master System hatte natürlich nur zwei Knöpfe auf dem Gamepad. Mhm. Und die einzige andere Taste war der Startbutton oder ja, die Pause-Taste besser gesagt, die war an der Konsole selber dran, neben dem Einschaltknopf. Damit du in dieses Menü gehst, um da Sachen einzuschalten, ich habe hier gerade auch die Verpackung eingesammelt, keine Ahnung, das sind neue Collectibles, die dazugekommen sind. Mhm. Um die Menüs einzusetzen, musstest du die Konsole nah bei dir haben, um dieses... So wie es später bei den Mini-Konsolen von Nintendo war, wenn man keinen angepassten Controller dafür hatte. War das da nicht auch so? Genau. Also, wenn du Reset machen wolltest, brauchst du sie nah dran, weil du es nicht über das Joypad machen konntest. Na, guck mal, hier auch schon mal verdeckt hier. Und geschafft hier. Das heißt also, ich musste die Konsole nah dran haben, wenn ich ins Menü wollte, um die Items einzusetzen. Ganz schön andere Stimmung hier. Das sah eigentlich immer alles gleich aus. Also, regnerisch ist es im Original nicht. So. Kauf alles, was du brauchst. Kann man alles leisten. Nimm den Alex. Was war das jetzt? Extra Leben war das. Das hätte er sparen können. Achso, du hast ja echt krass viel Geld. Ich habe alles Geld eingesammelt, was gibt. So, was ist die... Ach, ich bin erstmal hier dran. Shoot-em-up-Style. Oh, ein bisschen schneller. Was hast du gesagt? Wann ist es erschienen? 86? 86 in Japan, ein, zwei Jahre später im Rest der Welt. Aber bis zum, also das hast du noch bis in die 90er reingespielt. Es war auf dem NES dann so, gab es 86 schon Mario Bros. 2? Nee, es kam erst später, ne? Vielleicht Lost Levels gab es da vielleicht. Kam einen Tacken später, ja, Lost Levels, also Mario 1 war ja 85. Mhm. In Japan musst du immer zwei, drei Jahre raufrechnen für den Westen natürlich. Das hat ja eine Zeit lang gedauert. So. Ach so, jetzt musst du aussteigen. Muss ich aussteigen. Alles umsonst. Was ist das hier? Das sieht aus wie eine Bombe, oder? Nee, da kommen kleine Alexes raus. Oh, jetzt hast du es aber schon verbraucht. Okay, ich weiß nicht mal, ob es das im Original gab oder nicht. Das ist ja. Bitte hilf mir. Okay, nicht so. Ausweichen und dann hinten eine reinzimmern. So war das. Zwischen Gegner. Sehr gut, er hätte noch einen Schlag mehr unterbringen. Hätte ich noch einen mehr unterbringen können. Sehr knapp. Wilder Ochse, das war knapp. Danke, dass du mich gerettet hast, Junge. Was ist das, seine Nase, oder? Nee, ist der Mund. Er sieht generell ein bisschen anders aus. Ja.
Menschen haben dich längst tot geglaubt, aber da du hier bist. Junkin der Große hat das Schloss eingenommen und dein Bruder Egil. Also Inferno Gott sagt im Chat gerade, im Original hätte man den Boss vorne aufs Maul gehauen, aber ob das stimmt, das weiß ich natürlich nicht. Das weiß ich ja. Kommt mir auch nicht so bekannt vor, diese Steine an der Seite, aber ey, auch wenn ich es tausendfach durchgespielt habe, ist auch schon 8 Millionen Jahre her. So. Oh, ich hätte mal das andere offen lassen sollen, ne? Bist du den nächsten Level mal, wenn da noch einer ist? Ja, also es könnte auch jeden Moment zu Ende sein. Ich meine, was schätzt du, Gregor, aus deiner Erfahrung? Wie viel haben wir zum Spiel schon gesehen? Ein Drittel? Bestimmt. Okay. Vielleicht sogar einen kleinen Tacken mehr. Hier weiß ich zum Beispiel auch nicht, war das auch so eine Stimmung im Original-Level? Ist auch nur einfach mal nach. Okay, was ist denn noch? Ja, es ist so ähnlich. Kann man die schlagen oder eher nicht? Ja. Gut. Draufspringen ist hier nicht, ne? Nee, springen ist nicht. Das darfst du dir schön abgewöhnen hier. Ich glaube, die kannst du wahrscheinlich nicht schlagen. Ja, jetzt müsste ich ja den Geist hier rauslassen, um da durchzukommen, ne? Ja, probier mal, wenn du dich duckst, du kannst dich gar nicht zur Seite bewegen, ne? Auch nicht mit irgendeinem der Knöpfe drücken. Nee. Nee, dann weiß ich. Dann lass ich's, glaube ich. Dann lass es mal. Ui. Das war sehr knapp. Das Feuer freut sich beim Hochspringen und ist traurig beim Runtergucken. Oder? Haben sengenden Pfad. Oh. Yay! Oh. Irgendwie springen ist nicht ganz so einfach in dem Spiel. Ja, also ist ich will das nicht nur aufs Spiel hier abschieben, sondern man sieht ja dadurch, dass wir hier nicht mit unserem Setup das Flüssigste gerade rauskriegen. Jetzt schon so ein bisschen dran gewöhnt mit den neuen Animationsphasen. Dass die alle so eine kurze Reichweite beim Punchen haben. Ne? Mhm. Das ist das Gute an Mario, dass du auf die Gegner raufhopsen kannst. Das kannst du ja schon ein bisschen gröber machen. Aber im Original war das nicht so mit dem. Also der Level kommt mir wirklich sehr unbekannt vor, muss ich sagen. Gab's den schon im Chat? Wenn ihr das wusstet ja, die haben doch keine alten neuen Level hier eingebaut. Alten neuen. Vielleicht haben sie neue Level eingebaut, dann können sie natürlich ein bisschen. Also das mit der Lava weiß ich nicht so direkt. Ja, gab es, sagt Thomas im Chat. Wie lange es dann her ist. Dafür, dass ich so gut spielen konnte, ich hab's gar nicht mehr im Kopf. So, ist da was Schlimmes drin? Das weiß ich nicht mehr. Das weiß Glück ich gehabt. Nicht. Ich würde es hier einsetzen. Ne? Kannst ja schön den ganzen Stein durchballen. Dieses Item da unten, das klingt wie sowas, das man einsammeln musste. Machen wir uns nichts vor, Gregor. Wenn ich jetzt hier runterspringe, falle ich definitiv in die Lava rein, ne? Guck mal, ob du irgendwo eine geheime Tür hast. Magischer Ball. Kannst du irgendwo nach oben? Oder was steuert nach oben? Irgendwo durch eine geheime Tür an den Seiten oder so? Dann müsste ich ja fast. Wie soll ich denn sonst wieder rauskommen jetzt? Ach so. Da. Okay, was macht der magische Ball? Nur der bußfertige Mann wird bestehen. Den Ball hast du eingesammelt, das magische Medaillon. Der rätselhafte Ball ermöglicht ihnen zu erfahren, was andere Leute denken. Er ist sehr wertvoll. Ah. Besonders wenn sie das Schere, Stein, Papierspiel spielen. Oh, dann sagt er dir, was der andere gerade denkt. Wahrscheinlich. Also auch der Computer stellt natürlich seine Wahl jeweils um, aber du kannst so ein bisschen cheaten damit. Mhm. Wann kommt denn wohl der nächste Endgegner? Sollte nicht allzu weit weg sein. Ist nochmal ein bisschen ausgespaced. Es müssten drei gewesen sein. Die, mit denen du Schere, Stein, Papier gemacht hast? Ich wollte springen, Gregor. Ich wollte springen. Und der Ball. Oh, und da haben wir die. Das Walross. Das ist eindeutig ein Walross. Na gut, ich sterbe jetzt definitiv mal. Walross, das dem der Rotz darunter hängt. Okay, du darfst. Let's try it out. Eine 7. Komm, ich guck derweil mal nach, was das Spiel kosten wird, Gregor. Check es mal. Also, wenn es nicht wie bei Asher 35 Euro sind. Hat sich meist ja so ein Price Point so um die von 15 bis 20 Euro für solche Spiele eigentlich ganz gut festgelegt. Da war ich auch okay damit, das für das Wonder Boy 3 Remake zu bezahlen. Für die ein, zwei Nachmittage, die man damit machen kann.
Jetzt habe ich gerade Steam hier offen, aber ich sehe da leider noch keinen Preis. Aber vielleicht, Chat sagt, Schmolleck sagt 80 Euro. Glaube ich nicht, 80. Glaube ich nicht ganz. Also hier ist eine Retail-Version gelistet für 24,95. Das muss aber natürlich nichts über die Digital-Version aussagen. Ja, das klingt... 24,95, Retail-Version sind meist ein bisschen teurer, oder? 20 Euro im E-Shop, sagt El Känguru. Ah, wo seid ihr denn? Kapow. Hui. Gab es denn das Spiel hier überhaupt als Retail fürs Master System, wenn das eh eingebaut war? Ja. Aber natürlich, wenn es eingebaut ist, dann haben die wenigstens nochmal das im Laden dann mitgenommen. Ich hatte immer die eingebaute Version daheim. Mhm. Oh, das ist lame. Dann kriege ich das extra Leben nochmal. War das hier? Nope, aber das extra ist fast noch besser. Was ist denn? Achso, na gut. Achso, ah, shit. Ich habe neulich mal Spelunky 2 gespielt. Oh. Da gibt es auch so einen Geist, der einen dann immer verfolgt. Das ist durch den ganzen Level. Ich muss leider sagen, ich werde da nicht so richtig warm mit dem Spiel. Spelunky. Also, ich sehe den Appeal. Yikes! Ich auch. Ist mir aber zu anstrengend. Ja, ja. Okay, oh, Junkin. Ah, ich habe die Kugel nicht, oder? Nee. Ich muss für einen Aufstand. Ich muss Radaxian retten. Ich bin doch der Prinz. Ich bin Chokina. Wie siehst du denn? Der hier. Victory Man. Ich fordere dich zu einem Duell. Ah doch, ich kann es noch sehen. Stellt er noch um jetzt? Also wenn er es jetzt nicht mehr umstellt, dann ist es ein sehr overpoweredes Item. Ja. Der letzte Boss, glaube ich, stellt dann so kurz vor Ende noch mal um, bevor die Musik vorbei ist. Okay. Chokina. Explodiert er einfach. Okay, zweite Boss besiegt. Der Dunkelwald. War damals wahrscheinlich auch nicht deutsch, oder? Nee, also so viele Texte gab es auch nicht innerhalb des Spieles. Oh, kauf das Motorrad. Ja. Was war das? Stock. Keine Ahnung, was er macht. So. Kannst du damit auch über die Stacheln fahren? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, ich glaube schon, aber wollen wir es nicht riskieren, wenn nicht nötig. Nein, kannst du nicht. Kann man nicht. Okay. Kannst du nicht. Schade. Aber ich kann... Oh, das ist ja noch cooler. Ich kann fliegen mit meiner Jindujun. Ach komm, das war so im Original nicht. Es ist halt schwer zu sagen, ob ich mir das vorstellen kann oder nicht. Ist das ein neues Item vielleicht? Die haben mir nicht mal ein Pixel-Ding gemacht für. Aber gut. Also Inferno-Gott sagt, es war so. Okay. Ah, oh, lame. Wir hätten das natürlich alles vorab gewissenhaft recherchiert, aber jetzt haben wir natürlich das spontan hier eingeschoben. Deswegen ist das für uns eine Überraschung. Das war das letzte Leben, Gregor, ich bin wieder dran. Ah, ich geh wieder rüber. Genau, es war spontan, dass wir da nochmal dran gekommen sind, sonst hätten wir das alle nochmal ein bisschen vorher gezockt und natürlich viel perfekter durch die Level hier uns durcharbeiten können. Ja, ich muss es natürlich jetzt ohne Motorrad machen. Macht nichts, kannst du den schönen Level nochmal angucken. Also hier natürlich wieder auch ein kleiner Nachteil, dass die Fledermaus zum Beispiel sich deutlich schlechter vom Hintergrund abhebt im neuen Look. Mhm. Oh ja. Weiß ich, ob das bewusst in Kauf genommen wird. Gott. Wenn die das neu so designen. Wo
mal, ob du drauf jumpen kannst. Oh, das ist. Das Springen, Leute, das ist schwerer, als ihr euch das vorstellt. Ich würde gerne auf den Block da oben hüpfen, aber es geht nicht. Gregor, 38 Euro bei Amazon für die Switch. Weiß nicht, was gemeint ist damit. Asche? Oder? Nee, das hier. Wirklich? Okay, jetzt darfst du nur mal deine drei Leben an diesem scheiß grünen Block verlieren. 38 Euro dafür. Bisschen Matsch. Was hat das gemacht? Es hat mich ein bisschen geschockt, dass ich... Mehr als der Preis? Dass ich mich nicht bewegen kann, kurz. Nicht ganz mehr als der Preis. Glaubst du, Nintendo wird nächste Woche ein Remake von Plock ankündigen? Hat Nintendo die Rechte dafür? Ja, gute Frage. Es war zumindest, glaube ich, war es nicht ein Nintendo-Publish-Titel? Jetzt hast du im ersten Versuch gesagt. Schaffst, Gregor. Shit. Ja, Präzision ist schwierig hier. Mit dem Gezuckel. Shit. Komm, es ist so ein simpler Sprung. Noch ein simpler Sprung. Ein dritter simpler Sprung. So, nice. Nee, da baller ich mich nicht durch. Dass du den auch nicht richtig sehen kannst. Du Kackbratze! Entschuldigung. Bitte. Chat sagt, wäre bestimmt leichter mit einem gescheiten D-Pad. Ne, wir spielen nicht mit dem Pro-Pad von Nintendo. Tu mal mit deinem Hack gegen das Pro-Pad, aber ich glaube, da ist das drin, mega, weil ich habe das von mehreren Leuten jetzt zuletzt schon gelesen, dass sie das alle so schlecht finden. Also wohl dem, der mit dem Steuerkreuz vom Switch Pro-Pad zurechtkommt. Ich finde es super wackelig. Ich sterb hier definitiv jetzt schon wieder. Ey, da ist es. Weißt du, was ich nach solchen Sessions immer rausfinde? Was denn? Uns wird das ja netterweise aufgebaut hier. Aber ja, dass die HDMI-Slots dann den Spielmodus nicht automatisch einschalten. Das ist fast low gestellt, glaube ich. Das merkst du bei solchen Präzisionsplattformen natürlich nochmal umso mehr, wenn das nicht exakt stimmt. Ehrlich gesagt, glaube ich, daran liegt es nicht, Gregor. Weil der es liegt jetzt nicht am Input-Lag hier. So. Fakt ist ja, ich muss den Stein da oben zerstören. Ja, du hättest auch den einen zum Jumpen benutzen können. Wie hast du das denn vorhin gemacht? Ich glaube, ich habe den obersten da gelassen und bin dann da drauf gesprungen. Also nicht den obersten weghauen, sondern nur den mittleren. Und jetzt auf den und einmal drumherum. Oh, es ist so... Nimm mal die alte Grafik, wenn dann... Guck mal, du, weil hier ragst du ja... Okay, es ist einfacher. Aber ich kann mir nicht genau erklären, warum es einfacher sein sollte. Du siehst seine Outline richtig, ne? Also vielleicht hilft das. Oh, ich krieg einen Kotzkrampf, Gregor. Hier, du darfst. Wir machen jeder noch ein Continuum? Nee, ansonsten, ich bin es durch jetzt. Meinst du? Ja. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich entsprechend. Und 2-3 Stunden Items habe ich natürlich nicht. Da ist noch irgendwas übrig. Was kommt denn hier nach? Kommt da nicht der Game Talk? Nein. So, es ist nämlich ganz schön schwer. Guckst du mal. Ja. Okay, du machst den Sprung dann direkt. Das merke ich mir gleich für meinen nächsten Versuch. Oh, ey, das gibt's doch nicht. Ach ja, es kommt Verstecken. Hätte ich damit einfach durchlaufen können, ne?
Ach nee. Okay, das ist keine gute Idee. Wie der dumme Affe auch noch wartet. Aha, du bist hingefallen. Stimmt doch gar nicht. Ich bin über dich drüber gesprungen. What the fuck? Das war einfacher als erwartet. Wenn du am Leben bleiben willst, gib uns alles, was du hast. 80 Münzen kann er haben. Das sind Chaozu und Tenshin Han hier. Ich versuche die Dragon Balls Äquivalenz zu finden. Ich werde euch gar nichts geben. Ha, willst du lieber gegen mich kämpfen? Oh, ist ja ein richtiger Kampf. Okay, das war's nicht. Kam dir das als versuchenswerte Taktik vor, direkt reinzuspringen? Ich dachte, da kommt... Guck mal, ich bin eigentlich nicht reingefallen, ich bin drüber gesprungen. Okay. Muss ich ihm die Eier treten? Vielleicht musst du einmal über ihn drüber springen und dann von hinten boxen. Oh. Bis ich da bin, würde der Chat es empfehlen, aber wenn wir uns vor, ich werde ja eh wieder nicht hinkommen. Oh. Wie hast du denn die Stelle hier eben gespielt, ohne die Dinger oben zu kloppen? Achso, ich hab ihn gepuncht und bin wieder zurückgegangen, so genau. Ja. Ich probiere es jetzt nochmal im neuen Grafikstil. Mach das mal. Verhält sich das irgendwie anders? Nein, kann ja nicht. Eigentlich nicht, aber es wirkt anders durch... Guck mal, alleine, ich weiß nicht, sieht Alex hier kleiner aus oder ist es der große Kopf, der das so aussehen lässt? Ja, er sieht... Als ob er eine kleinere... Ein guck mal, anders. Das Verhältnis ist auch anders, ich glaub, ne? Ich glaube, es liegt daran, dass er so ein bisschen nach vorne gebeugt auch ist in dem Stil. Weil das wird ja auch Implikationen auf die Hitbox haben. Er sieht ja eher so viereckig das aus, glaub ne? Glaube ich nicht, aber das geht, glaube ich, nicht. Wenn der Grafikmodus so umschaltbar ist, dann muss ich das eigentlich identisch verhalten. So, jetzt nochmal hier eine neue Taktik vielleicht mal überlegen. Definitiv muss ich ja den mittleren Grünen wegschlagen. Ja. Oh, wieso ist das so schwer, diese Stelle? Hey, ich komme mir vor, wie der, als ob ich zum allerersten Mal in meinem Leben einen Controller in der Hand habe. Ich schlag den gleich weg, rein aus Frustration, Gregor, ich sag's dir. Probier ruhig noch. Okay, ich schalte um. Instant. Wirklich? Come on, ey. Nicht riskieren. Okay, stell dir mal vor, ohne die Continues, die wir hier haben. Ignoriere ich komplett. Jo. Was sagt ihr, was ist die Taktik, werte Leute im Chat? Drüber springen und von hinten, oder? Ich meine, was soll sonst das so sein? Ich guck mal, ob man jetzt wirklich hinfällt. Du bist vielleicht bist du reingefallen und es ist so schlecht übersetzt, ja. Er dreht sich sofort um, Alter. Oh, auch beim Hoch? Vielleicht muss ich diese Bären auf ihn zurückschlagen? Nee, glaube ich nicht. Das ist zu aufwendig. Wahrscheinlich in den Bauch punchen, wenn er es hoch hat und dann ausweichen. Du hast recht. Das ist ein bisschen wie der erste Endgegner bei Aladdin auf dem Super Nintendo. Spring. Der sieht aber wesentlich breiter aus hier. Oh, komm mal. Ein Punch reicht wahrscheinlich. Oder du bekommst wahrscheinlich nicht mal die Chance für mehr. Du bist hingefallen. Du bist reingefallen. So, mach dein scheiß Schwert hoch. Oh Gott, wie nah muss ich denn da ran, bitte? Super nah. Uff, okay. Schön. Ja, geil. Ich wusste nicht, dass er einen in die Ecke drängen kann. Er hat dich gedrängt. Unbedingt den Ring holen, gibst du den Tipp. Ah, ne, das kriegen wir auch so hin. Guter Tipp, aber stimmt natürlich. Das ist sehr viel einfacher. Also du kannst ihn gar nicht treffen, wenn er das Messer nicht hoch hat. Oh, Gregor. So, du bist wieder dran. Aber ich habe ihn vorhin mit dem Ring doch angeballert und ich habe keinen Treffer gemacht. Aber wahrscheinlich wirklich nur, wenn er das Messer hoch hat, ne? Ja, nimm mal den Ring jetzt mit. Kann ich mir denn überhaupt hier einen leisten? Ich muss den... Lena...
Ja, aber du findest aber wir haben auch gar keine Cent mehr übrig. Ja, du, immer wenn du ein Continue neu startest, hast du kein Geld mehr. Chat sagt, ist das Messer oben, wird man dich loben. Direkt davor war doch einer, also ein Ring wahrscheinlich. Chat sagt auch, Fabian ist mit den Nerven am Ende. Das stimmt nicht ganz. Ich würde mir noch, ein bisschen geht noch. 10 Minuten würde ich mir noch geben. Kommen zwei Fledermäuse. Das letzte Fragezeichen. Direkt davor ist ein Ring drin, sagt Mickey Maus im Chat. Und ja, ich will es immer noch durchspielen, weil das der Chat gerade hier in Frage stellt. So, komm. Wehe, da ist jetzt so einer von den Dönseln drin. Okay. Jetzt schaffst du es, Gregor. Hingefallen. Du hast den Ring noch nicht benutzt, ne? Nee. Aber jetzt. Guck mal, du triffst ihn sogar zweimal dann. Den Captain Blaubeer. Das war sehr knapp. Okay, also er hält schon mal mindestens 5 Treffer aus. Räuber. Der Räuber. Weggeräubert. Fluss. Oh. Oh. Okay, da ist ein kompletter Level unter Wasser noch mal drunter, wenn man... Ja. Sich verfährt mit dem Boot. Wenn man sich verfährt. Immerhin war nicht gleich Game Over. Pass auf, das ist der Blubberfrosch. Der Blubbige. Das war's schon? Geil. Fix, ne? Wüste Tayo. Also komm, das Spiel war aber schon umfangreich für seine Zeit damals. Ja. Also wie viele verschiedene Level das so hatte zumindest. Ich kann dir mal sagen, falls du die schon länger nicht mal mehr gespielt hast, die Master System Mickey Mouse Spiele. Ich habe zuletzt noch mal Land of Illusion gespielt und das ist mal doppelt so lang wie Castle of Illusion auf dem Master System. Knapp 2 Stunden statt einer. Ja, die sind gut. Ich habe auch die Game Gear Titel da teilweise von gespielt, weil das echt ganz originelle eigene Spiele, ah ja stimmt, ganz originelle eigene Spiele waren. Okay, das ist nicht so geil! Hammer. Also du, klar, du wirst auf jeden Fall sterben, aber bis dahin hast du es super gemacht. Ah, oh, du, das gibt's doch nicht. So gut bis hierhin. Der dumme Kaktus. Aber es ist die Visibilität, ne? Bisschen schwierig. Aber ja, für den Game Gear gab's, glaube ich, ein exklusives. Legend of Illusion oder so? Entschuldigung, ich muss gerade im Chat... hat Brausepulver geschrieben, die Wüste gab's doch gar nicht, denn das Unterlevelwasser, Unterwasserlevel war länger. Ja, vielleicht von Oberwasser. Also ich meine, ich bin schon lange drüber hinweg, mir kommt das alles recht unbekannt vor jetzt gerade. Ich weiß gar nicht mehr, was neu war oder nicht neu war. Das ist doch nicht mal ernst. Hier. Hieß es, ist nur eine halbe Stunde Content drin oder sind wir einfach nicht gut genug für diese halbe Stunde? Vielleicht haben die gedacht, wir wären Profis. Oh Gott. Okay, also das hier scheint definitiv neu zu sein. Hat so einen leichten Mario Brothers 3 Vibe. Ja, hab ich eben. Super fies, ey. Fuck you. Hab ich auch schon gedacht eben. Aber, okay, es gibt es aber auch im alten Look.
Ja, sehr, auch mit den Pflanzen und den Tornados sogar da unten. So, jetzt machst du wieder deinen scheiß Diagonalschuss. Schwierig. Das schaffe ich, glaube ich, gar nicht. Den konntest du nicht schlagen eben, ne? Ja, hier kannst du drüber. Was? Wenn er rechts ist, kannst du gut drüber springen. Oder so. So, wieder zurücklaufen. Na komm. Oh Gott, ich hätte nur ducken müssen einfach. Fiese Dinger. Sehr gut. Da drauf nicht. Oh Gott, ein Stückchen nach links. Hätte ich es geschafft, hier. Piep, 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 piep. Kann man den Blumen runterstellen? Es gibt keinerlei Grad. Genau, es gibt keine Option, um den Blumeneffekt anzupassen. Vielleicht kommt das noch. Aber weiß nicht, ob ich da jetzt von ausgehen würde. Kommt jetzt zum Unvermögen noch Ungeduld dazu? Beweg dich! Vielleicht kannst du die Kakteen abschießen damit. Oh ja. Das könnte durchaus sein. Also ich vermute mal die Tornados und die Pflanzendinger nicht. Nee, eigentlich kannst du nichts mit dem Ring zerstören in dem Level, glaube ich. Gar nichts. Gegner anscheinend gar keine so richtig. Also die auf die Nerven gehen können. Nein! Du kannst da nicht mehr durchdüsen. Okay. Speedrandale Alex Kid, was hältst du davon? Nein. Okay. Ganz easy, es sei denn, du möchtest dich bewerben. Nö. Ich wäre mal für Kirby gekommen, wenn ich gewusst hätte, dass man das so schnell durchspielen kann. Oh ja, kannst mich challengen, das habe ich ja gespeedrun. 17 Minuten? Ja. Aber das kriegst du schneller hin, auf jeden Fall. 10. Ah, den Tornado kann ich nicht sehen. Ja, um die 10, ja. Ist aber dann auch schon ziemlich optimiert, was so Übergänge angeht und kein Sprung geht daneben. Man wird mal getroffen auch, ne? Ja, das ist kein No-Hit-Run oder sowas. Ist auch ein bisschen durch die KI abhängig, wie manche Bosse zum Beispiel ihre Muster abfahren. Stimmt. Muss wieder zurückspringen, glaube ich, hier, ne? Ja, oder? Nee, doch, sehr gut. Okay, bei dem bin ich eben gestorben. Ich glaube, wenn ich hier ganz links stehe auf dem Block, geht es. Jetzt bin ich eh gleich am Ausgang, würde ich tippen. Da ist schon der gute Reiskuchen da unten. Lecker, lecker, schmecker. Erleben. Aber machen wir uns nichts vor, ich sterbe definitiv, wenn ich das holen will. Deswegen mag ich einfach nicht. Nimm den Ausgang. Take the exit. Ja, Sia würde das mit geschlossenen Augen wahrscheinlich hier durchhacken. Das Game. Bingo Flachland. Bingo. Kennst du das? Das ist fürs Auto wahrscheinlich. Nee, Fliegeding. Ich habe leider nicht mal annähernd genug Geld. Leider nur 50 Cent. Ja, ergibt natürlich Sinn, wenn du schon das dann für entsprechend Geld verkaufen willst, dann nochmal ein paar extra Level mit reinzutun. Uiuiui. Ah, die Dinger, die sind aber aus Wonderboy, komm. Die haben das Wonderboy genommen. Ist das auch neu? Muss unser Experte im Chat mal sagen. Und? Sagt schon jemand was? Nee. Aber Sias Fähigkeiten werden nochmal gelobt. Das Level ist original, wird gesagt. Oh Gott, was hab ich gedacht? Ja, und stell dir das auch nochmal vor mit dem ekelhaften Master System Pad. Hast du damit mal das Spiel richtig spielen müssen? Ne? Ja, es hatte dieses, es war einfach so ein Viereck war das Steuerkreuz. Mhm. So ein wackeliges Viereck. Ich habe dann auch lieber das Mega Drive Pad da angeschlossen, weil es den gleichen neunpoligen Anschluss hatte. Oh Gott, den Amiga-Anschluss, super. Ne? Das ist der gleiche Anschluss wie beim Atari zum Beispiel oder C64 Amiga. Uff.
Okay, Junkin? Ja. Ist ja noch ein Handmann. Ich glaube auch nicht, dass das Poster heißen sollte eben. Genug geredet, ich bin Paplin, der allererste Kommandant und die rechte Hand. Die rechte Hand, dann aber die linke Hand wahrscheinlich. Ich werde dich wie eine Fliege zerquetschen. Zwei Gewinnsätze! Einerseits klingt schon nach Deutsch und an anderen Stellen wieder nicht. Ja, Papier. Sieht aus wie die linke Hand, oder? Und verloren. Ach, wir haben das Ding auch nicht mehr. Oh, guck mal, wie knuffig er hier ist. Ja, das ist cool. Sehr gut. Ich glaube, der hier hat kurz vor Ende mal gewechselt, wenn du es gesehen hast. Okay, ich bleib beim Stein. Meinen einen Versuch haben wir dann noch, wenn ich jetzt ein Leben verliere. Oh, nicht der gute alte Stein. Was passiert denn jetzt? Okay, ich verliere ein Leben. Das ist das härteste Schnickschnack-Schnuck der Welt hier. Auf den Tod. Ja, dabei habe ich den Level echt ganz gut gespielt vorher. Ja. Hast du dir, weißt du, ich habe natürlich schon komplett vergessen, was er eben gemacht hat, ne? Ja. Am Anfang Papier habe ich genommen. Weißt du auch nicht, ob er hat Schere genommen, das heißt, ich nehme jetzt Stein. Ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich genau das Gleiche macht, ne? So, dann habe ich Schere genommen. Das heißt, er hatte Papier, dann bleibt das so. Nee, er hatte Stein, wenn du Schere genommen hast und falsch lagst. Bist du sicher? Was? Zweiten hast du doch falsch. Nee, da habe ich gewonnen eben. Da hast du gewonnen? Ah, okay. Mhm. Ja. Nee, dann, dann fängt er wieder von vorne. Es kann auch sein, dass es so eine Abfolge gibt von 10 Manövern. Und wenn du mal Retry machst, dann macht er wieder ab Stelle 3 weiter oder so. Das könnte auch sein. Aber anscheinend nicht. Wir sind im Schloss Radaxia. Oh, wir sind kurz vor dem Ende. Ja. Sehr gut. Da haben wir es gleich durch. Hier brauchst du eben, glaube ich, dieses eine spezielle Item, von dem ja. Tötet mich das oder ist das nur ein Grafikeffekt? Es tötet dich, wenn du von unten berührst, aber du kannst. Nö, ach, von oben auch. Auch wenn ich es von oben berühre. Na gut, dann lauf durch. Ja, da darf ich natürlich jetzt nochmal, weil du hast mir falsche Informationen gegeben. Da kann der Chat natürlich auch mal sagen, welches Item hätten wir einsammeln sollen? So, natürlich nicht kaputt machen. Wollte ich gerade sagen, kann ich mich jetzt hier in Sackgassen spielen? Ja, ne? Ja. You can. Yes, you can. Kann ich da rüberspringen? Ist das tief genug? Ich mach so einmal kurz antippen. So, jetzt. Du musst ja sowieso beim anderen. Oh Gott. Das sind die geilsten, wo man es eigentlich schon geschafft hat. Mhm. Und sich dann nochmal runter begeben. Mhm. Ich sehe auf uns, ich krieg so leichte Super Mario Land 2 Flashbacks, ne? Bis zum Ende easy und dann kommt dieses 5 Stufen hintereinander mit einem Leben machen. Haben wir das aber doch auch mal geschafft irgendwie, oder? War es noch Game One? Nee, das war das erste Windel, war ich angehüpft, was wir hier mal zu Rocket Beans Zeiten gemacht haben. Ist das ein Gegner? Mit dem ganzen reden. Wir suchen nach Eagle und nach Überlebenden der Armee. Wir wissen, dass er irgendwo im Schloss gefangen ist. Würdest du ihm helfen, ihn zu finden? Deshalb bin ich auch hier. Gut, Egle ist mein Bruder. Alex, Prinz Alex zu ihren Diensten. Das ist alles, was wir gefunden haben. Hammer. Kannst du den benutzen? Nein. Kannst du damit werfen? Hammer. Du hast Thors Hammer. Wie komme ich denn darüber? Schachtel ist ein Kind, das auf irgendwas drauf wirft. Magischen Würfel. Das sieht aus wie ein Collectible. Der Würfel ist aus Alex Kidd in the Lost Stars. Egels magischer Hammer, er wiegt verdammt viel. Okay. Souverän reingesprungen, würde ich sagen. Ah, du musst unten lang, ne? Hier oben gibt es ein extra Leben. Ja, das hole ich mir jetzt aber natürlich, weil ich schon eins verloren habe. Das kriegst du hin. Bloink. Gibt es einen Unterschied zwischen den Flammen, die da oben stehen und die Lampen erleuchten unten? Ist so der gleiche Unterschied wie Rufio und Pluto. Ja, warum lebt der eine in der Hundehütte und der andere macht Urlaub? Verstehe ich nicht. Oh Gott. Hey, wie soll ich denn hier jetzt wieder hochkommen? Gar unten, nicht mehr. Unten ganz lang. Ach so, das ist der richtige Weg, den ich jetzt gegangen bin. Ich weiß nicht, ob das der richtige ist, aber es ist ein Weg. Ach so.
Kannst dich entscheiden, wo kannst du lang? Das ist auch lang? So ein Labyrinthspiel. Da ist noch ein Johnny. Ist das Egel? Nee, guck mal, der spielt ein Videospiel, ne? Das kann doch nicht sein, so spielt man damals nicht mit einem Schloss. Wo hat er das aufgeladen? Der ist neu. Nee, guck mal, der steht doch da auch. Der liest da wahrscheinlich noch ein Buch und heute spielt er halt ein Videospiel. Was Kinder heutzutage machen. Also ich, in den ersten Level weiß ich noch, da standen keine Leute herum. Die haben sie einfach alle hier hingepackt. So, kannst du drüber laufen und schnell durch die Seite durch. Ach so! Sag das doch, dass das so Blöcke sind, Gregor. Die hast du doch gesehen. Nee, für mich sah das einfach aus wie rosa Blöcke. Also was soll ich jetzt da... Naja, die Frage ist kommst du da rüber oder gehst du oben? Ich gehe oben lang. Geh ich doch nicht. Das geht ja gar nicht. Aber da rechts kannst du oben lang. Himmel, Herrgott, das ist ja genauso wie die Stelle vorhin. Okay, jetzt habe ich mich... Jetzt musst du sowieso einmal hoch. Ja. Weh, das ist eine Sackgasse. Aber da gibt es eh nur Items unten. Oh, wie cool es wäre, wenn ich jetzt hier einen Ring hätte. Mega, da unten, ja, Frage ist es, ist da unten ein gutes Item oder ist da wieder einer von den bösen Gegnern? So. Jetzt machst du sie trotzdem weg. So, oh, das ist ein Bruder. Oh ja. Vielleicht stirbt er jetzt, wenn ich da, die Dinger da oben, das sagt dir noch mal was. Soll ich die holen? Ja, wenn du das hinbekommst mit dem... Ja, gib mir eine halbe Stunde, dann habe ich's. Also, ich glaube, du musst spezielle Dinge einsammeln. Ich kann mich an dieses Fischding erinnern. Ich schieß mal drauf, ja? Schieß mal drauf. Kannst du von unten dran springen? Nee, kann gar nichts damit machen. Ich glaube, wir fehlen potenziell ein paar Items. Geh mal gucken, ob du mit deinem Bruder quatschen kannst. Du musst ihn in der richtigen Reihenfolge berühren, okay? Aber da fehlt doch was. Kannst du quatschen? Nein, ne? Nö, steht da einfach nur doof rum. Ah, jetzt hab ich's, glaube ich, komplett versaut. Ja, geh doch mal unten und wieder hoch. Die tauchen bestimmt wieder auf. Nee, das glaube ich nicht. Doch. In der richtigen Reihenfolge hauen. Das ist anderswo im Level versteckt. Oh Gott, Gregor. Ja, sind das aber die oder hätten wir vorher noch was einsammeln müssen bei der Chat? Naja, wenn ich da, ich muss bestimmt, also es reagiert ja gar nicht darauf, wenn ich da irgendwas mitmache. Stimmt, müssen wir da irgendwas einsammeln. Ja, du kannst es mal mit der alten Grafik gucken, vielleicht siehst du es noch nicht mit der neuen. Das macht so ein Kling, oder? Oder ist es nur allgemein vom Springen der Soundeffekt? Glaube ich, allgemein der Soundeffekt. Ich würde jetzt ungern gegen den Fisch springen. Hauen. Danke, dass du mich gerettet hast. Und dein Gesicht kommt mir bekannt vor. Jetzt, wo du es sagst, wir haben den gleichen Look. Vielleicht bist du mein Bruder. Mein Bruder, ich freue mich zu wissen, dass wir in Gefahr sind. Junkin ist auf der Suche nach der königlichen Krone. Oh nein! Wir müssen ihn aufhalten. Du musst zum König von Nibana gehen. Kann sich dir sagen, wo er sich versteckt hat. Okay. Alex, ich habe Gosekas Schritte in den Gang gehört. Du musst dich ihm allein stellen und ich muss mich auf die Suche nach Vater und Prinzessin Lora machen. Da tun sich ja nochmal ganz neue Probleme jetzt auf. Okay. Das König Radaxian zählt auf dich. Ja, dann also schnell. Okay. Okay. Gehe ich jetzt einfach? Ja, ne? Ja. Weil wenn er da so steht. Oh. Shit. Muss das nochmal machen jetzt. Das machst du jetzt, Gregor. Ja! Kann ich einfach zurücklaufen? Mm-mm. Ah, fuck. Boing. Ich bin froh, dass es dir auch so geht. Ups. Oh. Den muss. Okay, Gregor macht's auf die Profi.
Eigentlich kannst du gleich unten lang gehen, ne? Das Extra-Leben. Ja. Kannst du das natürlich auch holen. Ja, es ergibt schon Sinn, oder? Wenn du eh schon hier bist. Ja. Also wenn man zuschaut, sieht es deutlich leichter aus, als es tatsächlich ist. Das war aber auch knapp hier. Ja, lag da vorhin schon eine Schriftrolle da oben? Oh. Gar nicht gesehen. Auf den Hinweis. Ein Brief mit der Erlaubnis, mit dem König von Nibana zu sprechen. Ich weiß mehr über diesen Hirota-Stein. Okay, wir sollten ja eh zum König von Nibana nachher. Mhm. Also brauchen wir vielleicht diese Schriftrolle auch. Hier lang war es, ne? Ja. Du schaffst es jetzt super schnell da wieder hin. Wie wäre das wohl mit einer präzisen Steuerung? So, genau, jetzt bin ich oben rechts lang. Ja. Schlau gemacht. Muss den einen da treffen. Natürlich nicht nice ist hier. Ich muss fallen und dann. Das ist aber auch hier. So. Ja, du lachst, weil du weißt, was das wie. Ja, es ist einfach. Okay. Merk dir die scheiß Fledermaus da hinten. Ich hoffe mal bitte. Okay. Der ist ja noch frei. Ist er noch? Wahrscheinlich hättest du gar nicht mehr ins Schloss reingehen müssen. Ah, ich hätte den anderen Weg vielleicht nehmen, aber ich habe jetzt ja auch die die Schriftrolle. Also bringt das ja was. Na gut, der ist ja schon da, ne? Chat, sagt mal, wie es jetzt hier weitergeht. Hauptmann. Das ist geil. Cyberpunk 86 sagt, weiter ist er im Original nie gekommen als hier. Das ist ja unglaublich. Dann seht ihr mal hier richtig gutes High-Level-Play, wie wir das machen. So, hoch oder runter? Das sind wir die ersten Menschen, die gleich Alexkid jemals durchspielen werden, Gregor. Oh ja. Und das mit Recht. Oh nee, guck mal. Ich erinnere mich daran, dass ich der Kerker oben auf der Burg. Klassischerweise ist der Kerker ja immer oben auf der Burg drauf. Natürlich. Logisch. So, ich gucke erstmal hier. Das ist nicht geil. Na, jetzt genau, du musst es einfach ja, super schnell wegballern. Vorsicht, da ist noch so ein Geisterstein in der Mitte. Ich darf den hier nicht wegballern, weil ich muss ja hier das hier machen. Ich muss also kurz dazwischen. Ja, genau das Falsche. Oh, fies. Vor allem, weil du ja nicht runterballern kannst. Ja, jetzt einfach nochmal, dann hättest du doch durchrennen können. Du musst die mittlere und die unterste Reihe wegmachen. So, ja. Okay, wer nicht wagt. Ui. Da steht so ein Typ, ne? Ich gehe noch mal rüber.
Ich höre schon seit einer Weile Schritte im Thronsaal. Ich sollte nach oben gehen, um zu sehen, was vor sich geht, aber ich habe solche Angst. Du wirst auf jeden Fall gefeuert aus einer Kanone für deinen Dienst. Oh Gott, Refights, oder? So Mickey Mouse sagt, wir sind auf dem richtigen Weg. Lang lebe König Jenkin. Ich werde mich selbst drum kümmern. Zwei Gewinnsätze. Ha! Hammer, was war das erste Richtige jetzt? Ich habe nicht aufgepasst, weil ich Chat geguckt habe. Nee, hast du nicht Papier gerade gemacht? Achso, Stein hatte er ja, meine ich. Achso. Zweimal Stein. Dreimal Stein. Viermal Stein. Ich traue mich nicht zu wechseln jetzt. Okay, ich mach's jetzt. Hast du jetzt gewechselt nochmal? Ja. Auf. Fuck you! Oh, nee. Dummer Goseka! F you! Dreimal Stein. Wenn das so ist. Schmeiß mich weg im Chat hier. Ich habe das Gefühl, wenn ich das kurz vorher wechsle, dann ist der Computer, komm nicht mit. Ach so. Was ist das? Nun soll es wohl so sein, nimm das. Er greift dich an. Boah, das ist aber recht schwierig. Holy shit, what? Boah, jetzt musst du bestimmt das Schere, Stein, Papier nochmal machen. Nee. Okay, du hast zwei Leben, um das zu schaffen. Okay, ich darf nicht zu lange stehen bleiben. Letzte Versuch, Gregor. Okay. Mickey Mouse sagt ganz links in die Ecke, aber ich glaube, also du musst ihn ja treffen. Das. Ja, vielen Dank. Wir haben noch 22 Minuten, Gregor. Ja, vielleicht sind wir beim Boss jetzt hier gerade wieder. Nee, wir machen schön das ganze Schloss jetzt nochmal. Na, wir müssen nicht mehr zum Bruder laufen. Und guck mal, hast du schon die Schriftrolle? Hast du, ne? Kannst ja unten durchlaufen dann. Wo muss ich denn, also oben. Wie ist jetzt der kürzeste Weg? Ich verlasse mich jetzt auf den Chat, dass er uns hinter ihm stellen. Ist der... Ja, One Hit is Heavy. Das musst du machen bei solchen Spielen, damit du... länger Spaß als einen halben Nachmittag ja, damit hast. Ich bin hast. Auch nicht so ein Fan von so einer One-Hit-Tod-Mechanik. Vor allem, wenn die Steuerung nicht so präzise ist eben, ne? So, was ist jetzt der kürzeste Weg dahin? Gleich hier runter? Ja. Jetzt da runter? Und jetzt links runter. Links runter? Ja. Okay. Okay, jetzt, jetzt rechts. Raus. Jetzt. Ich weiß nicht, was links gewesen ist. Vielleicht ist da was Cooles. Ich hab mich jetzt gerade. Ach so, nee. Achso, ja, du kommst oben nochmal raus. Ich komm da gar nicht links hin. Es geht, ist unmöglich. Ah, ja, stimmt. Ah, das ist eine Sackgasse von der anderen Seite wahrscheinlich. Ach so, das ist die Stelle? Ja, wie soll ich denn das ohne den Ring jetzt schaffen? Du kannst drüber springen und dann. Du musst ja nicht über das mittlere Feld laufen. Gott, das war ja schön. Ja, Hammer. Shit. Shit. Okay. Ui.
Denk dran, zweimal Papier, wenn er es will. Nee, du kannst jetzt schon, oder? Nee, ich muss noch mal Dings machen. Was, zweimal was? Zweimal Papier, dann macht er immer wieder Stein. Da sagt Brausepulver wieder, ich könne rutschen. Dann sind wir vielleicht zu doof zum Rutschen, Gregor. Ja. Habe ich gewonnen? Einer noch. Nochmal Papier, ne? Ja. Guck mal, was passiert, wenn du dich rechts hinstellst. Kann natürlich sein, dass er sich nicht umdreht und nur die Bälle nach links macht. Also du meinst, dass ich jetzt direkt über ihn drüber springe? Ja. Aber es ist jetzt ein Wagnis, ne? Ja, ja, es macht nix. Okay. Dann, hä? Okay, es kann natürlich sein, dass wir jetzt... Ich dachte, wir hätten einen Bug getriggert. Boah, das, ne? Oh, das ist ja richtig verwirrend, ey. Ja, werf. Kannst du die Dinger punchen vielleicht? Ich trau mich nicht. Ich sterb lieber einfach direkt zweimal. Hier, Gregor. Hui. Tja, kann man die blauen Bälle nicht kaputtboxen? Das fragt der Chat sich auch. Wir wissen es nicht. Weiße Kugeln könnt ihr punchen, Leute. Jetzt verwirrt mich, wie die Grafik ausschaut, verdammt, weil wir es die ganze Zeit mit dem anderen gespielt haben. Also wenn er natürlich auf dem Weg irgendwo liegt, würde ich schon den Ring nochmal mitnehmen, ne? Ja. Geht das hier? Probier mal, ob du rutschen kannst. Okay. Okay. Ob das jetzt so gedacht war, man weiß es nicht. Ja, immerhin hat er mich hier. Oh. Okay. Aber das punchen wir schon mal. Kannst du da genauso durchrutschen, aber dann kannst du da nicht schlagen. Hey, kann ich nicht schlagen, da bin ich wahrscheinlich. Ging früher auch, also vermutlich so gedacht, sagt der Chat. Okay. Das ist wieder die Junkenkugel. Also der Chat ist sich einig, Randy Orton betont es auch gerade nochmal, blau kann man schlagen, rot nicht. Ich dachte gerade, was hat Randy Orton damit zu tun, aber steht ja wirklich da. Nein! Oh Gott. Das war blöd. Letztes Leben, ne? Ja. Ich komme sowieso hier nicht mehr durch. Das stimmt. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut, nee. Bitteschön. Ich weiß noch, wie ich vorhin die E-Mail bekommen habe, wo drin stand, na, wenn es gut läuft, könnt ihr vielleicht eine halbe Stunde damit füllen. Vielleicht ist noch eine alte Version gemacht, weil wir sind ja viel zu weit hier, oder? Das ist eine halbe Stunde. Wahrscheinlich habe ich schon 27 E-Mails, dass die Version bei Steam einfach jetzt schon neuer ist und wir eigentlich schon seit einer Stunde aufhören müssen mit Spielen, ja, weil wir das gar nicht zeigen dürfen. Zeig das nicht! Pau. Pau bam. Okay, warte mal, gehe ich jetzt noch richtig? Ach, das extra Leben war da ja, ja. Oh ja, das hole ich jetzt. Das kannst du machen. Oh Gott. Wir sind natürlich nie zu dem hingegangen, was da drunter ist. Ja, auch nochmal eine Möglichkeit. Nee, ich will. Wir hatten. Ist das extra Leben noch da? Wir hatten vorhin den Ring schon mal hier. Das das bleibt da. Der Ring ist kurz vor Alex Bruder, wenn du da nochmal hingehst. Dann gehe ich da nochmal hin. Hier drüber wahrscheinlich. Ne, hier runter musst du sowieso. Genau, jetzt muss ich hier nach rechts gehen. Nach rechts, genau.
Und ja, genau, den nächsten Raum hoch und dann findest du den Ring. Wo jetzt hier? Oben. Also, die... Oh, nö, das... Los, ich weiß nicht, ob mir das den Zeitinvest wert ist, hier die ganze Scheiße nochmal kaputt zu kloppen. Jetzt bist du schon mal. Jetzt bist du schon mal dabei. Komm, da kannst du durchrutschen. Wie hast du das gemacht? Einfach laufen oder? Ja, laufen und dann zeitig irgendwie, also kurz vor der. Ja, die Anzeige hilft ja nicht. Oh Gott. Da unten. So. Das Ding ist natürlich, dass ich mit dem Ring original auch nur einen Versuch dann hab, ne? Mhm. Fuf. Die kannst du leider nicht killen. So. Achso, okay, das mache ich jetzt super langsam und konzentriert. Super gut. Very gut. So. Schon mal Papier, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finden soll, dass es immer gleich ist. Weil an sich ist es natürlich auch echt ärgerlich, gegen einen Boss zu verlieren, wo du einfach gar keinen Einfluss drauf nehmen kannst. Das stimmt. Ja, im Grunde genommen ist es wie eine lange Cutscene, die du halt jedes Mal angucken musst. Hast aber die schöne Musik immer. Okay, wenn ich die blauen Kugeln zerstören kann, dann wäre es ja echt sinnvoll, mich jetzt ganz nach links zu stellen und einfach alles abzuballern, was kommt. Jetzt gucken wir mal, wie weit die Kugel geht. Zieh mal durch. Okay, nicht springen. Oh, das mit einem Trefferpunkt, Leute. Ihr seid echt nicht ganz dicht, Alter. Du hast es gerade. Ja, super gut. Das war nur der erste Kommandant. Oh Gott. Das ist noch nicht das Ende, ne? Das wundert mich ein bisschen. Die Stadt Radaxien. War man jemals hier? Ich weiß es nicht. Ich habe den Ring nicht mehr. Was ist das denn? Den hast du natürlich schön in die Schatzkasse gepackt. Ey, diese Level wirken eher Wonderboy-mäßig. In diesem Look. Immerhin, die haben sich wirklich die Mühe gemacht, für jedes so einen neuen Style zu nehmen. Ne, wo im Original wahrscheinlich jetzt wirklich nur blau im Hintergrund ist. Wie viel Zeit haben... Da war der Tümpel. Ja, ich wollte da gar nicht von der Leiter fallen. Ich habe versehentlich ein bisschen beim Klettern nach rechts getippt. Wie viel Zeit haben wir noch, Gregor? Oh ja, genau. 10 Minuten ungefähr. Kriegen wir auch durch, ne? Ich mach mal original kurz. Was sind das auch für Gegner, so kleine Darumas? Keine was? Ja, es gibt ja diese Daruma-Puppen aus Japan, diese großen roten Köpfe, die du ab und zu mal siehst. Oder soll das so ein dick gewordener Fantasy-Sohn Opa-Opa sein? Mit Schnurrbart. Ja, ist ein altes Level. Ich kann mich null dran erinnern, dass der drin war. Du bist halt auch schon sehr alt, ne? Ja. Dann kommt denn von dir mal ein Remake, Gregor, mit neuer Grafik? Oh Gott. Rechne ich schon mit Remaster? Gibt's auch günstiger. Ich will jetzt nicht hier sterben an dieser Stelle. Och, schon wieder? Mhm.
Zwei Gewinnsätze. Ich nehme wieder Papier. Sagt, Schmolexer würde für ein Remake von die 80 Euro hinblättern. Okay, Papier ist falsch. Er hat geschnibbelt. Er ist ja auch der Scherenmann. Bleiben wir bei Stein jetzt. Der gute alte Stein. So, und jetzt ist es völlig random. Mhm. Ja. Geilerweise war das mein letztes Leben, Gregor. Geil. Also, du darfst wieder. Ich habe natürlich nicht gemerkt, wie die Reihenfolge war jetzt. Ich glaube, Stein war falsch beim ersten Mal. Da habe ich verloren. Das heißt, dann hatte er Papier. Das heißt, du musst Schere machen. Nee. Was habe ich genommen? Papier zuerst. Und das war falsch. Dann hat er Schere. Stein musst du nehmen. Das weiß ich schon weiter nicht mehr. Zweimal Stein nehmen, steht hier. Das stimmt nicht. Zweimal Stein. Zweimal Stein sagen, haben jetzt schon Inferno-Gott, Tony Tu und Chaos-Liga gesagt. Du machst das sehr gut, Gregor. Hoffen wir mal. Wieso drehst du dich da um, du dumme Sau? Ich wollte nur drüber laufen, nicht runterfallen. Das hat mich gerade sehr verwirrt. Smash Punch. Ja, was sagen Randy Orton und der Ultimate Warrior, wird sich hier gefragt. Der Ultimate Warrior hat auch was zu sagen. Ja, aber es versteht aber keiner. Wird man wahrscheinlich auch nicht verstehen. Wenn es der Ultimate Warrior so hat, was macht der neue Mad Warrior? War das hier eigentlich auch ein Arcade-Spiel, Gregor? Nein. Okay. Zweimal Stein. Nee, das ist Quatsch. Er nimmt zweimal Stein, ne? Nee, doch, ich zapp zweimal Stein. Wir nehmen zweimal Stein, glaube ich. Zweimal Stein, okay. Der gute alte Stein. Der gute alte Stein. Mhm. Aber gleich darf ich nochmal bekämpfen, oder? Mhm. Ohne Ring. Meinst du, dass er aussieht wie ein Sternmann? Gibt den Hinweis darauf, dass er vielleicht die ganze Zeit Schere nehmen wird? Das kann vielleicht sein jetzt, ne? Der Scherenmann. Es ging zu weit. Nimm das hier. Oh, wirklich? Weißt du, was hier gut wäre jetzt? Der Ring. Der wäre richtig gut. Habe ich einen? Nein. Okay, er beamt. Und er schießt. Er schießt aber auch noch. Ich wollte gerade sagen, er beamt sich nur. Das ist schon mal gut, weil er kann nicht, ja, nicht reinlaufen. Okay. Oh Gott, das war's. Okay. Das war's. Ja, das wäre ganz gut. Weil wenn er anfängt auch noch zu schießen, du weißt ja nicht, was das Timing ist. Ich guck mal, ob ich den Ring hier finden kann. Ist da oben eigentlich ein Laden? Ja, ja, aber du kannst, ja, du kannst versuchen, hier Geld noch zu holen und dann wieder... Ich hätte das vorhin machen sollen im ersten Versuch, weil da hatte ich aus dem Vorlevel noch eine Menge Geld übrig. Ja, jetzt kommst du nicht mehr zurück. Ach so, ja stimmt. Ich denke die ganze Zeit, ich kann ja dann zurückgehen, aber das ist natürlich Quatsch. Leider nicht mehr hier. Weil du könntest jetzt abkratzen, sodass du wieder ganz am Anfang anfängst. Nö, nö. Mit dem Geld. Also, naja, so, es bringt jetzt nichts, das Geld noch zu holen. Ich schaff's jetzt einfach im ersten Anlauf. Also damit meine ich natürlich den ersten Anlauf. Den ersten Anlauf, wenn du da bist, ja. Bis zu ihm schaffe.
Mach es ein bisschen spannender. Das Fragezeichen da unten könntest du natürlich noch probieren. Ja. Weiß nicht, ob das. Da war bei dir vorhin ein Geist drin. War da ein Geist drin? Ich glaub schon. Ah, ja, nee, du hast recht. Ich bin mir nicht sicher. Das ist der Ring. Das ist ein Ring drin. Warum muss man den überhaupt erst aktivieren? Ich meine, wer würde den denn nicht benutzen wollen? Ja, wobei, gut, du zerstörst halt die ganzen Blöcke immer damit. Ja, du kannst ihn natürlich aufsparen, falls du dir nicht sicher bist, ob du bis zum Ende überlebst für das Leben, was du dann hast. Ich will einfach nur da oben den einen Block wegballern. Aber das war doch eben nicht so schwierig. Da hatte ich doch den Ding jetzt nicht mal. So, ich meine, ach so. Weiß ich hier, ob die neue Optik geile wäre, weil du wirst ja auch halb verdeckt und siehst nicht, wo die im Boden sind. No? Wer? Durch das Gras verdeckt natürlich die Steine, die von oben fallen. Und hier siehst du besser, wo die auf dem Boden liegen mit der alten Grafik. Hm, stimmt, ich lass jetzt mal so. Das ist auch alles neu. Diese Grafiken gab's gar nicht. Ach, echt nicht? Nee. Okay, schön wegballern jetzt. Oh Gott. Oh, oh, diese Bumser. Es ist auch, also es ist nicht, die fallen sehr schnell runter, die Dinger, ne? Ja, fallen sehr schnell runter und so viel besser sieht es auch nicht, weil dieses dumme Haus im Hintergrund. Der ist schneller als ich. Ja. Kann ich da reinlaufen, wenn die am Boden liegen? Nein. Natürlich nicht. Ach, er hat ein Jojo, ne? Ja. Gibt's irgendeinen Indikator dafür, wann er das benutzt? Also soll es vielleicht dir sagen, schieß 2-3 Mal auf ihn? Oh, du darfst die Dinger echt nicht mal berühren, wenn sie noch auf dem Boden liegen. Nee. Hier, du hast, das ist dein letzter Versuch, Gregor. Ich komme überhaupt noch bis dahin. Dashi sagt, erinnert ihn an die Aliens aus Zack McCracken und da stimme ich zu. Ich habe eben überlegt, woran mich dieser Look der Originalgrafik erinnert bei den Bossen. Yikes! Fängt schon mal gut an. Ja, es ist eine Überraschung, Gregor. Ich weiß zu würdigen, dass du noch eine Menge anderes für diesen Slot vorbereitet hattest, in der Annahme, wir wären hier sehr schnell mit der Preview-Version dieses Remakes durch. Jetzt haben wir nicht mal das geschafft, was wir hier hätten spielen können. Ja, dann machen wir aus dem Retro-Club ein Let's Play. Aber passt schon. Ich meine, ich wollte sowieso mir das näher angucken für einen potenziellen richtigen Retro-Club, in Anführungsstrichen. Wenn wir das jetzt hier gemeinsam gemacht hätten, wäre das natürlich auch in Ordnung gewesen. Die Vorbereitung ist ja nicht umsonst. Aber ich glaube, ich habe auch das meiste rausgeholt aus dem Spiel, weil ich glaub, viel mehr also selbst... Ich glaub, viel mehr ist da nicht mehr drin an Leveln, die wir noch nicht gespielt haben. Man gewöhnt sich erstaunlich gut an diese etwas... noch ungewöhnliche Framerate, die es hier gerade noch hat. Ja, jetzt müssen wir mal sehen, ob das eine Sache des Setups hier ist oder der Vorabversion, weil es kann durchaus sein, wenn es ein bisschen flüssiger läuft, dass man noch präziser springen kann. Ich will mal trotzdem versuchen, das Ding zu holen. Falls dann nehme ich... Okay. Hast mal gucken, wenn da der Gegner drin wäre, der hätte ich noch schnell drum herumlaufen können. Komm, du machst den jetzt noch schnell, das schaffen wir noch. Ich werde schon mal einfach als Programminformation ankündigen, es geht hier gleich mit einer lustigen, sehr hochkarätig, wie ich heute besetzten Folge, Verstecken weiter bei Wo sind denn alle? Außerdem gibt es heute noch einen Game Talk mit den Rückkehrern Ilias Wirth und Gregor Katsios. Mit meinem Remake. Was werden die Highlights des heutigen Game Talks sein, Gregor? Ja, wir haben ein bisschen natürlich über Games gesprochen, die wir gezockt haben. Das richtig große Highlight ist aber so ein paar kleine spicy Bets, wie man so schon sagt. Ein paar Wetten darauf, was bei der E3
reinkommt oder nicht reinkommt. Stimmt, da auch noch den Hinweis für euch da draußen, wenn ihr gerne Gregor und Fabian Content guckt, am Mittwochabend Gregor und ich in einem Game Talk Spezial, wo wir einmal euch darüber informieren, was alles an Streams ansteht zur E3 und zum Summer Game Fest, das ja am Donnerstag beginnt, wo wir dann auch wieder dabei sein werden und dann natürlich auch an den ganzen Folgetagen bei allen wichtigen Streams zum Thema Gaming. Und jetzt werde ich nochmal hier Gregor die gebürtige Ruhe einräumen, um das Boss-Duell noch mal machen zu können, bevor wir abgeben an die Versteckkollegen. Theo, du schaffst es, ne? Du Hunde! Sohn. Das war so viel. Ach komm, mach den einen Versuch noch. Nein. Das letzte Leben darf Gregor jetzt auch noch spielen. Es geht eh nicht lange. Er hat nämlich keinen Ring. Mach den gleich. Ja, hier komme ich auch nicht rüber. So Quatsch, was er da macht. Wieder auch okay, dass ich hier nicht von hinten hauen kann. Ach so. Ja. Ja, komm, es muss. Gregor hat es noch geschafft zum Abschluss. Wir enden auf ein Highlight. Wir haben beide unseren glorreichen Bosskampfmoment gehabt. Wir haben den zweiten Kommandanten besiegt. Yes. Vielleicht ziehen wir das irgendwann noch mal an anderer Stelle zu Ende, Gregor. Vielleicht. Jetzt, vielen Dank einmal euch fürs Zusehen. Es geht weiter mit Wo sind denn alle? Bis zum nächsten Mal und tschüss. Thank you.